Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es mal wieder um ein Versus-Thema. Die sind recht beliebt geworden, es gibt schon einige andere Videos dazu. Und heute kümmern wir uns um etwas, nun ja, nicht mit ganz so bekannten Begriffen vielleicht, aber ich werde es sofort inhaltlich erklären. Und zwar holistisches Training versus Makrozyklus. Das sind wieder zwei Gegenüberstellungen, die, nun ja, ich weiß nicht, wie populär sind, aber die immer wieder besprochen werden. Aber jeder von euch benutzt Prinzipien daraus in seinem Training. Der Makrozyklus, fange ich mal mit dem an, ist vor allem ein Begriff, der früher mehr aufkam. Makro beschreibt mehr das große Ganze im Gegensatz zu einem Mikro oder dergleichen. Und das bedeutet, wenn wir in dem Zusammenhang Mikrozyklus wäre quasi der Zyklus, den wir innerhalb eines Trainingsplans haben. Ihr macht euren Trainingsplan, Dreier-Split, Vierer-Split und was ihr da quasi an Muskeleinteilung macht, welchen Split ihr verfolgt und so weiter. Das wäre in diesem Zusammenhang eher der Mikroteil. Makro bedeutet, wie ihr jetzt diesen einen Trainingsplan, den ihr habt, für 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, 3 Monate einordnet in die Trainingspläne danach. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich, nach der ich sehr viel gearbeitet habe. Also ich denke mal, so 15 Jahre meines Lebens hatte ich eine sehr exakte Makrozyklusplanung. Allerdings eben schon mit einzelnen Trainingsplänen, die nach holistischem Prinzip gegangen sind. Das heißt, die Begriffe schließen sich nicht unbedingt aus. Aber einen klassischen Makrozyklus, den ich jetzt vorstellen werde, der ist im Gegensatz eben zum holistischen Ansatz. Und zwar der klassische Makrozyklus von damals war es, dass wir zunächst eine Hypertrophiezeit haben. Das ist meistens so 2/3 des gesamten Zyklus. Heißt, sagen wir, für 3 Monate trainieren wir im Hypertrophiebereich zwischen 8 und 12 Wiederholungen. An den Wiederholungen ist das Ganze manifestiert. Und da gehen wir sehr viel auf diese Masse, um die aufzubauen. Danach kommt dann vielleicht eine Kraftphase. Das heißt, wir gehen von den Wiederholungen plötzlich runter und für 4 bis 6 Wochen, ja, nicht ganze 3 Monate, für 4 bis 6 Wochen, weil das mehr unsere Gelenke und unser zentrales Nervensystem eben angreift, werden wir, also nur die Hälfte der Zeit von dem Massezyklus, werden wir im Kraftbereich sein. Kraft heißt aber nicht 1 oder 2 oder 3 Wiederholungen, nein, aber schon tendenziell drunter, 4 bis 8 Wiederholungen. Das machen wir für 4 bis 6 Wochen, bauen jetzt hier richtig Kraft auf. Und dann machen wir wiederum für 4 bis 6 Wochen, auch nicht so lange wie die erste Phase, Definition. Mehr so im kardiovaskulären Bereich. Das bedeutet, hier werden wir jetzt die höhere Wiederholung abschreiten. Irgendwas zwischen 10 und 15 oder sogar 10 und 20 Wiederholungen. Und danach meistens eine kleine Pause, 2 Wochen Erholung und es geht wieder von vorne los. Das ist ein Zyklus, das ist ein Makrozyklus, wie man ihn früher sehr gerne gemacht hat. Und zwar im Wechsel von Hypertrophiebereich, Kraftbereich, Definitionsbereich, wie man ihn früher genannt hat. Und da sind schon sehr viele Oldschool-Begriffe drin, die man heutzutage nicht mehr verwendet und korrigiert sind. Ihr wisst, sonst gehöre ich zur Oldschool-Schule, hier aber eben nicht, weil es einfach korrigiert wurde. Zum Beispiel Definition. Wir definieren unseren Körper nicht mehr nach der eigentlichen Definition davon, indem wir abnehmen, nur weil wir viele Wiederholungen trainieren. Nee, so läuft das nicht. Wir müssen schon Fett abnehmen, Cardio machen, um uns in Form zu bringen. Das machen wir nicht, indem wir die Wiederholungen erhöhen. Bevor ich jetzt das Ganze nochmal weiter durchleuchte und dazu übergehe, was ich an Pros und Kontras dabei sehe, kommen wir erstmal zum zweiten Begriff. Holistisch, der holistische Ansatz. Der holistische Ansatz ist ein ganzheitlicher Ansatz. Dafür steht das Wort mehr oder weniger. Jetzt kann man sagen, gut, das war ja ganzheitlich der Makrozyklus. Aber nein, es ist mehr oder weniger bedeutet, dass wir ganzheitlich all diese Bereiche, die ich gerade erwähnt habe, vor allem Wiederholungsbereiche, in einen Plan, in eine Trainingseinheit, in den kleinsten Detail reinbringen. Das kleinste Detail ist der Trainingstag. Dass ich im Trainingstag all das drin habe, was ich sonst nur auf der ganzen Spannbreite des Makrozyklus habe. Heißt, den Wiederholungsbereich von 8 bis 12, als auch den Kraftbereich von 4 bis 8 und den Definitionsbereich von 10 bis 20 tue ich in ein Training rein.
Wenn wir also eine Bankdrückübung haben, Übung Nummer 1, Bankdrücken, dann würde ich im ersten Satz zwischen 4 und 6 Wiederholungen machen, im zweiten Satz zwischen 8 und 12 und im dritten Satz nochmal 20 Wiederholungen nachhauen. Das wäre zum Beispiel ein holistischer Ansatz und das steht sich eben gegenüber. Mache ich all diese Wiederholungsbereiche, all diese verschiedenen Bereiche des Krafttrainings in einen Trainingsplan, in ein Training rein oder verteile ich das und habe das phasenweise für über Monate. Und das wollen wir heute mal gegenüberstellen, Pros und Kontras. Und da gibt es für mich einen ganz klaren Ansatz, aber ich glaube auch einfach eine Tendenz, die jeder einhält. Und die ist ganz klar zum holistischen Training, dass wir das jetzt mittlerweile immer alles berücksichtigen. Ich werde euch jetzt sagen, warum. Da muss ich gar nicht viel Pro und Kontra nennen, weil es ist eigentlich recht eindeutig verteilt. In der klassischen Form zielt der Makrozyklus vor allem darauf ab, dass es mal die Theorie gab von und auch immer noch gibt von den weißen und roten Muskelfasern, von den langsam und von den schnell kontrahierenden. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann das ja mal einfach nachgoogeln. Ich will das jetzt hier nicht vertiefen, sonst wird das Video auch viel zu lang. Das bedeutet eigentlich nur, wir haben zwei Arten von Muskelfasern, die schneller und langsamer kontrahieren und die auch mehr auf höhere Wiederholungen oder mehr auf niedrigere Wiederholungsbereiche, also mehr mit Gewichten und mit weniger Gewicht anspringen. Und dementsprechend würden wir die immer unterschiedlich fördern. Und wir wissen nicht, sind wir vom Körpertyp welche, die Leute, die mehr rote Muskelfasern haben und müssen dadurch in einem ganz anderen Bereich trainieren, um diese zu erweitern, oder mehr weiße Muskelfasern. Die Verteilung kennen wir nicht. Die können auch pro Körper innerhalb eines Körpers schon unterschiedlich sein. In den Beinen anders verteilt als zum Beispiel in Brust oder Rücken. Aber macht euch jetzt nicht zu sehr einen Kopf, denn das ist eigentlich eine Theorie. Es gibt auch Umgewöhnungstheorien und so weiter. Also ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit denken, oh Mist, ich muss erstmal rausfinden, ob ich mehr weiße oder mehr rote Muskelfasern habe. Im Prinzip zielt dieses System darauf ab. Und dann trainieren wir am Anfang nur die Hypertrophie, danach die Kraft und danach trainieren wir in dem höheren Wiederholungsbereich. Das Problem, das es hierbei gibt, ist, dass wir, wenn wir uns mehrere Monate nur einem Wiederholungsbereich widmen, dass die anderen vernachlässigt werden. Das heißt, in der Zeit, in der ich den Hypertrophie zwischen 8 und 12 vor allem trainiere, kommt vielleicht meine Kraft zu kurz. Es ist schade, dass nie die Kraft weiter gefördert wird. Wenn ich dann endlich im Kraftbereich bin für 4 bis 6 Wochen, dann sind wiederum kommen die anderen Bereiche zu kurz. Und wenn ich dann im Definitionsbereich bin, im Höherwiederholungsbereich, dann kommen wieder die Kraftwerte zu kurz und der Hypertrophiebereich vielleicht zu kurz. Das heißt, eigentlich von der Theorie und das, was ich im Kopf habe, ist es als eine Umschichtung der Muskeln. Da habe ich wieder was dazu gewonnen, dann wird das aber wieder vernachlässigt und über Monate nicht trainiert und ich verliere es wieder, dafür baue ich wieder andere auf und so weiter. Deswegen tendiere ich auch zum holistischen Ansatz, den habe ich zum ersten Mal irgendwann kennengelernt, nach nur 3-4 Jahren, weil er in einem Bodybuilding-Heft unter dem 3-2-1-System vorgeschlagen wurde. Da sollte man 3 Sätze im Kraftbereich machen, zwischen 4 und 8 Wiederholungen, danach 2 Sätze im Hypertrophiebereich, zwischen 8 und 12 und danach immer einen Satz, nochmal 20 Wiederholungen nach. Ich habe das genauso gemacht, fand es total super, war nur nicht ganz einverstanden mit den Satzzahlen und dass man das auch pro Übung machte. Und jetzt, wie ihr es ja bei meinem Training oft seht, habe ich meistens mit dem umgekehrten Pyramidentraining alles drin. Ich mache am Anfang einen 6-Wiederholungssatz und der ist dann zum Zerbersten auf Kraft. Und den habe ich ja in jeder Übung. Das heißt, ich mache es sogar nicht nur pro Übung, versuche ich einen Wiederholungsbereich abzuschöpfen. Das heißt, beim Bankdrücken mache ich den Kraftbereich und bei Fliegenden mache ich vielleicht den Hypertrophiebereich. Nein, in jeder einzelnen Übung ist jeder Bereich drin. Ich fange also beim Bankdrücken mit 6 Wiederholungen an, steigere mich dann über 8, 10, 12 und ihr seht, dann kommen wir hoch und 12 ist bereits schon in dem höheren Wiederholungsbereich und macht gerne auch mal sowas wie 15 oder 20 noch dazwischen, davon braucht ihr gar nicht so viel. Und dann habe ich das alles in einem Training drin. Der Muskel muss jeden Bereich einfach abdecken und jeden Bereich erschöpfen. Und so solltet ihr auch eigentlich trainieren, denn dann geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr eigentlich alle Aspekte erfüllt habt, dass euer Muskel ausdauernd ist, weiterhin Kraft hat und Kraft heißt nichts anderes, dass euer Kopf auch lernt, die Muskelfasern alle gleichzeitig zu aktivieren und das möglichst schnell
Und natürlich tut ihr genug für die Hypertrophie. Da gibt es sowieso selten Bereiche, die einen springen darauf an, die anderen da. Aber gut, der breite Korridor sind 8 bis 12 Wiederholungen und da haltet ihr euch am meisten auf. Passt super in den Trainingsplänen. Wer diese Trainingspläne sich mal anschauen möchte, da habt ihr sie, füllt die mit den Wiederholungen entsprechend aus und guckt euch mal die ganzen Trainingsvideos auf dem Kanal an. Davon gibt es Dutzende und da werdet ihr auch sehen, wie ich das holistische Prinzip mit dem umgekehrten Pyramidentraining immer wieder im Training einbaue. Umgekehrtes Pyramidentraining, Tipp Nummer 1. Wie trainiert ihr? Trainiert ihr noch nach einem Makrozyklus? Macht ihr das? Wollt ihr mal mehr zu einem Makrozyklus hören und warum ich das über 15 Jahre doch gemacht habe, aber trotzdem nach einem holistischen Makrozyklus? Wenn euch das mehr interessiert, schreibt es in die Kommentare und liked den Kommentar ordentlich, dann mache ich gerne ein Video dazu. Und ansonsten abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr mehr dieser Themen wollt, schreibt mir auch gerne Themenvorschläge versus irgendetwas, X versus irgendetwas. Was ihr auch immer gegeneinander aufstellen wollt, dann nenne ich euch die Pros und Kontras dazu und was ich davon halte. So, das war's dann jetzt auch von mir. Macht's gut, bis bald, euer Wotti.